Hallo Freunde und willkommen zur 10. Folge von Mountain Blade Warband. In der letzten Folge haben wir unseren Söldnervertrag unterschrieben, haben den ersten Auftrag bekommen und 5 Sekunden nachdem die letzte Aufnahme endete, kam ein Schreiben, dass sich das alles erledigt hat. Also nicht alles, der erste Auftrag hat sich erledigt. Weil der gute Graf Harrington oder wie der jetzt heißt, ist kein Marschall mehr, das heißt, jemand anderes ist jetzt Marschall und die Kampagne, die eigentlich hätte stattfinden sollen, ist vorbei. Aber da ist gerade eine riesige Schlacht gegen einen einzigen Nord. Verdammt! Ach komm, hör auf, dich so anzustellen. Reisender, Karawanenwache. Wird doch wohl irgendwo jemand sein, den ich jemanden verkaufen kann. Ich hab Banditen, die will ich verkaufen. Okay, nehme ich halt am Turnier teil. Au! Das Turnier ist fast vorbei. Allerschlimmsten Waffe in diesem ganzen verdammten Spiel. Ich hasse diese Waffe. Ich will ein Schwert. Mit dieser Waffe ist es langweilig. Es ist so, als ob ich mit Kokosnüssen nach Affen werfe. So, Schwester. Jetzt liefere mir wenigstens einen guten Kampf. Oh, 2 Mannschaften mit je 2 Kämpfern. Bin verwirrt. Jetzt bin ich schnell genug, um irgendeinen zu rammen, dass es richtig wehtut. Und natürlich rennen die beiden mir jetzt hinterher. Oh Mann, das ist kein tolles Turnier. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich hasse diese Waffe einfach. Es ist die unnützeste Waffe im ganzen Spiel. Zwei Mannschaften mit je einem Kämpfer. Oh. Ach, der Graf dieses Sau hat gewonnen. Ja, dann schließen wir uns mal ein Festmahl an. In der Halle des Fürsten ist ein Festmahl im Gange. Aber euer Status reicht nicht für eine Einladung aus. Vielleicht könnt ihr euer... Okay. Wir kommen also nicht rein. Sau, du! Schade, ich habe mich jetzt eigentlich, so blöd es jetzt klingt, in der ersten Folge auf den ersten Krieg gefreut. Ach, Graf Claes ist ja auch der neue Marschall, fällt mir gerade ein.
Ich werde... Ach gut, okay. Nein, ich kämpfe garantiert nicht gegen 25 Waldbanditen. Das ist ein Pfeilhagel, der da auf mich niedergeht. So, welche Kosten? Das ist nicht gut. Ha! Ich könnte ja einfach mal das Waldbanditenlager angreifen. Soll ich mir genug Beute bringen und ein bisschen was zu essen? Da spare ich Geld, kriege noch ein bisschen Ruhm, Erfahrung, Ausrüstung, lohnt sich eigentlich. Ja, ich zerhackstücke dich. Jetzt muss ich mit den... Ah, Gott! Jetzt muss ich mir den anderen Kerl mal anschauen. Ah, schade. So. Okay, das sind noch ein paar. Ah, da oben steht er am Baum. Oder? Ist das ein Stein? Scheiße, ich hasse es. Das ist wie in der Fußgängerzone, wenn man den Unterschied zwischen Mensch und Stein nicht sehen kann. Durchs Gebüsch, cool. Ja, Jeremus, zerhackstücke ihn! Alter, Jeremus, du bist ja ein Badass! Das ärgert mich jetzt mit dem verdammten Feldzug. Aber gut, so muss ich das Leben meiner Männer nicht riskieren und krieg Geld. Oh, Jeremus, zeig mal. Tut das einen schwer? Karadisches Armeemesser. Hä? Was für eine Wurfwaffe? Bin verwehrt. Hilfe. Penis. So, auf nach Suno. Gegenstände verkaufen? Oh, wollte ich das eigentlich gar nicht. Oh, ne. Ah. Machen wir es einfach. Seid gegrüßt, mein edler Herr. Was geht euch das an? Ich komponiere und schreibe Lieder für die Fürsten des Landes und ihre Frauen. Manchmal singe ich über den Krieg, manchmal über die Tugend von Königen und manchmal für das gehobene Publikum über die Tugend des Weins. Meistens aber singe ich über Liebe. Das ist momentan alles. Man kann auch heiraten in dem Spiel. Keine Kinder kriegen, aber heiraten. Ist eine nette Zwischensequenz. So, das Rindfleisch. Ja, lassen wir es einfach mal. Das Essen kann auch vergammeln. Ja, wenn wir nur an einem Gefecht teilnehmen könnten, dann könnten wir richtige Ausrüstung bekommen. Und ich habe jetzt immer noch Banditen, mit denen ich nichts anfangen kann.
Weg hier. Weg, habe ich gesagt. Ich suche eigentlich jetzt ein Karawane, irgend sowas. Wo ich ein bisschen Chaos stiften kann. Nach Beratung mit den Fürsten, ich sag mal, also, die wechseln den Titel des Marschalls schneller als andere Leute ihre Unterhosen. Komm schon, ihr wollt gegeneinander kämpfen. Nein! Verdammt, jetzt waren wir so kurz vor der ersten Schlacht. Ah, müssen wir halt hier hin. Und gegen die Saraniten kämpfen. Toll. Ach, passt doch. Aber dann muss ich jetzt wirklich meine Truppen verbessern. Oh, die erste Frau mit Rüstung. Nein, die zweite Frau mit Rüstung. Ymira hat ja auch schon eine. Also der Kampf muss sich echt lohnen. Jetzt haben wir schlechte Karten. Wir haben 5 Mann mehr. Es wird interessant. Ich habe Forderungen an euch. Wegzoll. Ich will euer sämtliches haben. Gut, es tut mir leid. Greift den Feind an. Wahrscheinlich werden wir jetzt alle niedergemacht. Oh ja, die kommen mit Kavallerie. Und hinten dran die Infanterie. Das wird cool. Am besten, ich verstecke mich hinter der Infanterie erstmal. Und sobald ich stecken bleibe, gehe ich auf sie los. So viel zum Stecken bleiben. Das war doch mal geil reagiert. Los! Wenn alles auf Hacken und Stechen reduziert ist. Ja, geil, wir haben gewonnen! Und es stehen sogar noch einige von meinen Leuten. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet. 4 Tote nur. Wow. Ich kann auch Gefangene rekrutieren, aber die haben eine Scheißmoral. Ist immer sehr riskant. Geil, wenn man alles einsammeln kann. Über 200 Denare, geil.
So, ich brauche eine Stadt, wo ich was verkaufen kann. Oh. Wer belagert eine Hauptstadt? Hä? Ach, die Säcke, die haben. Okay. Natürlich unterstütze ich euch als treuer Untertan. Nein, ich will doch gar nicht zum Dorfzentrum. Es sind nur 72. Ey, die Stadt können wir erobern. Weg hier! Verdammt! Diese Säcke! Also irgendwo kämpfen die. Da. Oh Mann. Helft doch! Ihr habt gerade einen Sieg in eine Niederlage verwandelt, weil ihr nicht helfen wolltet. Ich fasse es nicht. Vollidiote. Soldaten, mein Freund. 11 Soldaten gegen 30. Mein Emir, ihr habt den Falschen ausgesucht. Halt! Gebt auf oder schlag euch das Wams in Flammen, was? Wir werden bis zum Ende kämpfen. Haltet ein, es gibt da etwas, was ich unter vier Augen erzählen muss. Könnte dieses Gefecht nicht vermieden werden. Ich möchte nicht mit euch kämpfen. Nicht angreifen, wir ergeben uns. Wir werden kämpfen. 11 Soldaten gegen 30. Also, selbst in meinen. Also, obwohl meine nicht so ausgebildet sind, wird die Masse hier gegen die Klasse leider siegen. Ja, es sind ja auch nicht mal Elite-Kämpfer, was ihr da habt. Es tut mir leid. Der Sieg gegen euch wird mir ein bisschen Ruhm einbringen. Und vielleicht werdet ihr mir sogar als Gefangener Gesellschaft leisten. Macht sie nieder! Oh, das ist einer der berühmten Mameluken. Aber wenn das nicht der Fürst ist. Ja, ich habe ein paar Leute verloren, aber das war es mir wert. Oh, das war doch nicht der Fürst. Naja, egal. Ich gebe auf, ruft eure Köder zurück. Tja, ihr seid nun mein Gefangener. Ich bin eurer Gnade ausgeliefert. Und es gibt neue Truppen für mich. Sehr schön. Ein Elite-Kavallerieschild, das ist doch was für mich. Tja, gehen wir mal das, was wir haben, was wir erbeutet haben, verkaufen. Hat sich ja für uns gelohnt, geil. So, ein Bekannter hier. Ein Bekannter, den ich in der Gruppe haben will. Wart, geil!
Ja, okay, schade. Tja, mein treues Pferd. Du gehst jetzt in den Ruhestand. Danke, dass du so lange bei mir warst. So, boah, also das war jetzt echt cool. Aber ich will meine Truppen davon verbessern. Also mit der Ausrüstung würde ich jetzt meine Leibware besser ausrüsten und den Rest verkaufe ich und na, wird mich vielleicht ein bisschen verbessern. Kampfhacke. So, und so ein einfaches Kavallerieschild auf dem Rücken ist ja schon Schutz vor Pfeilen. Ist ja, also da ist ja schon gegeben. Ein bisschen besserer Helm, ist auch nicht schlecht. Manit. Drei auf Kopfschutz und das Ding macht 7. Aber da unten ist ja auch noch ein Helm, was macht der? 11, tja. Schwingen. Ja. Ja, das geht so. Ein säbelschwingender Assassine, so sieht er jetzt aus. Und die Ausrüstung nochmal. Kopfschutz 16. Und da unten sind es 10. Tja, da ist nichts besser. Zwei Waffen gleichzeitig geht leider nicht. Das wäre echt der Oberburner. Die Kapuze ist jetzt besser als das. Die schwarze Kapuze ist jetzt besser als das, was manche meiner Leute haben. Aber die gefällt mir vom Aussehen nicht. Also wenn einer sie hat, okay, aber das war's dann auch. So, Rüstungshändler. Ich hätte gerne bessere Rüstung. Ja, das gefällt mir. Zurück nach Dirim, vielleicht können wir an einer Schlacht noch teilnehmen. Nein. So wie es aussieht, eher nicht. Schade. Oh, verdammt. Hau ab, hau ab, hau ab. Das jetzt blöd. Tja, schade, mit einer großen Schlacht wird es diese Folge leider nichts mehr.
Fällt mir gerade ein. 51 Soldaten können wir jetzt haben. Der Ruhm, den wir... Moment, wieso verkaufe ich nicht... Ich muss mal kurz zum König. Wieso bringe ich nicht einfach dem König den Gefangenen in mir vorbei? Ich nur schauen, wo er ist. Da ist er nicht. Vielleicht ein Braven. Ach, die Emira ist ein Level aufgestiegen, sehr schön. Trupp von König Harlaus, da ist er ja. Kenne ich euch? Ich heiße Ludfried. Ich bin König Harlaus, Herrscher von Königreich Swadin und der Fürst von Braven. Ihr habt also die Klingen mit dem Halunken gekreuzt, den sie Emir Ganava nennen, und seid als Sieger daraus hervorgegangen. Ich bin sehr froh, das zu hören. Habt ihr eine Aufgabe? Ich habe eine Sache, bei der ihr mir helfen könnt. Ein gesetzloser Schurke namens Malund der die Rote. Malund der die Rote. Bereitet mir Schwierigkeiten. Er hat einen meiner Männer ermordet und ist seitdem auf der Flucht vor der Obrigkeit. Ich kann ihn mit seiner schändlichen Tat nicht davonkommen lassen und so habe ich auf seinen Kopf einen Preis von 300 Dinaren ausgesetzt. Freunde des ermordeten Mannes glauben, dass dieser Mörder bei seinen Clanbrüdern in Elberl Zuflucht gefunden hat. Elberl, ist das nicht der Ort, der wegen mir ausgelöscht wurde? Wenn es euch gelingt, ihn aufzuspüren und ihn die Herde des Gesetzes spüren zu lassen, ist das Kopfgeld euer. Okay. Das ist hervorragend, Ludfried. Ich und die Familie des Opfers werden euch zu Dank verpflichtet sein. Natürlich wird euch das Kopfgeld gehören, wenn ihr ihn zur Strecke bringen könnt. Wohlan, gute Jagd. Ah nein, es war Asgard, dass ich dem Untergang geweiht habe. Was bringt mir jetzt der gefangene Fürst? Ich dachte, ich könnte ihn jetzt vielleicht verkaufen oder sowas. Naja, bevor ich den Kerl jage... Mal noch ein paar Soldaten geholt. Ich zeige euch gleich warum. Ich suche nach einem Mann namens Malund, der die Rote. Man sagt mir, er würde sich hier versteckt halten. In unserem Dorf gehen Fremde ein und aus, mein Herr. Wenn er sich hier aufhält, werdet ihr ihn sicher ausfindig machen, wenn ihr euch ein wenig umseht. Die sind immer in der letzten Ecke. Die sind immer irgendwo am Rand des Dorfes. Meistens hinter einem der Häuser, da steht er garantiert. Ja, das ist er. Und er hat halt ein Schwert. Was wollt ihr? Nichts verzeiht, dass ich euch belästigt habe. Ich suche nach einem Mörder namens Malund, der die Rote. Auf euch passt seine Beschreibung. Ich verstehe nicht mehr, ich habe noch nie jemanden getötet. Ich glaube, ihr habt den Falschen. Wer hat was gesagt vom Tod? Dann senkt euer Schwert, wenn ihr unschuldig seid. Habt ihr nichts zu befürchten. Wir werden nur mit euren Nachbarn sprechen. Wenn sie eure Geschichte beschädigen, dann werde ich meine Wege gehen. Ich gehe nirgendwo hin, mein Freund. Heute werdet ihr für euer Silber kämpfen müssen. Kein Problem, ich brauche eh nur den Kopf. Ich bin nicht des Geldes wegen hier, sondern um dem Gesetz Genüge zu tun. Wie schade, dass er nicht zur Vernunft kommen wird. Tja, die Wahrheit ist, ich bin noch deswegen gut. Was? Diese Sau! Ich wollte ihn eigentlich erschießen! Der wirft Messer nach mir. Ich wollte ihn eigentlich erschießen. Tja. Tja, eure Beziehung zu Elberl hat sich verschlechtert. Minus 2. Da folgt mir jetzt keiner mehr. Deswegen habe ich die Truppen vorher geholt. So, dann schauen wir mal, wo der gute König Harlaus rumirrt. In seiner Hauptstadt vielleicht. Ja. Der Trupp hat nichts zu essen. Ach, das verfault essen die nicht. Ja, okay. Verstehe ich, würde ich auch nicht. Ah, mein Ruf ist gut genug, um mich dem Festmahl anzuschließen. Sehr schön. Ein paar neue Kontakte knüpfen vielleicht. König Harlaus?
Ich möchte euch zu diesem erfreulichen Anlass in meiner Halle willkommen heißen. Also, um was geht es? Ja, wegen der Aufgabe. Ich habe Marlon Daddy Rot in seinem Versteck ausfindig gemacht, um ihm seine rechtmäßige Strafe zu kommen lassen. Oh, ich schau gerade auf die Uhr, das ist echt eine lange Folge. Und ohne ihn wird es uns allen besser gehen. Ich danke euch, Ludfried, dass ihr diesen Dorn aus meiner Seite entfernt habt. Es ist gut zu wissen, dass ihr eure Aufträge mit angemessenem Taktgefühl erledigen könnt. Ich versprach euch ein Kopfgeld und ein Kopfgeld sollt ihr auch bekommen. 300 Denare und keinen Heller weniger. Gebt mir das Geld, mein Herr, ich danke euch. Natürlich, Ludfried, bitte sehr, abermals. Ich danke euch, dass ihr diesen gemeinen Hadelum für mich beseitigt habt. Ja, er kann mich haben. Habt ihr noch eine Aufgabe? Ja, okay, bringen wir den Brief vorbei. Ich weiß, dass du schätzen, Ludfried. Also ich muss jetzt dem einen Grafen einen Brief vorbeibringen. Hier ist der Brief und ein kleiner Geldbetrag für eure Reisekosten. Grüßt Graf Delinat von mir, wenn ihr ihn seht. Hallo Dame Bernatis. Ihr kommt mir nicht bekannt vor. Ich bin Ludfried. Ludfried, ich glaube nicht, jemals von euch gehört zu haben. Wollt ihr mir die Ehre erweisen? Wer seid ihr? Ich bin die Schwester von Graf Nierschaut. Ach, das ist jemand, mit dem ich eine Beziehung angehen kann. Meine Dame, ich bleibe euer glühendster Verehrer. Ihr seid zu gütig. Oh, es ist wirklich schon zu spät. Ich muss mich empfehlen. Tja, mein Versuch wird. Dame Johanna. Ich bin Ludfried. Wer seid ihr? Schwester von Graf Place. Ja, ich bin euer glühendster Verehrer. Ja, das sagen sie alle. Doch das macht nichts. Ein wohl vorgebrachtes Kompliment ist zumindest ein guter Anfang. Es würde mir sehr gefallen, wenn wir einander öfter sehen könnten. Ja, so geht's los. Und ihr seid? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Hallo Ludfried, ich plaudere gern mit euch, doch ich bin sicher, ihr werdet verstehen, dass unsere Leute anfangen zu reden, wenn eine Frau zu lange mit einem Mann außerhalb ihrer Familie konversiert. Obwohl es bei Gott nie der Mann ist, dem Tadel zusteht. Es ziemt sich für uns wahrscheinlich nicht, zu lange zu verweilen, aber ich würde euch gern bald wiedersehen. Ich versuche eine Dame zu besuchen. Johanna. Die Wachen starren euch an und ihr fragt besser nicht um Zutrittserlaubnis. Doch als ihr zurück zu eurer Wohnstätte geht, nähert sich euch eine ältere, schwarzgewandte Dame. Ich bin die Pflegerin von Dame Johanna, flüstert sie hastig. Ihre Durchlaucht teilt mir mit, sie brenne darauf, euch zu sehen. Aber ihr sollt euch noch etwas gedulden. Ihr Durchlaucht sagt, ein geheimes Treffen, schon so bald nach eurem letzten Treffen zu arrangieren, sei gefährlich. Tja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob wir hier jemanden finden, einen Skalden oder so, der uns wieder beibringt. Sieht leider nicht so aus. Nope. Turnier ist auch keins. Ja. Müssen wir eben Ehre im Krieg finden. Ah gut, ich kann sogar meine Leute noch verbessern. Und ich bin ja auch noch ein Level aufgestiegen. So, rüsten wir nach uns aus und dann haben wir auch die 35 Minuten schon voll. Dann machen wir Stärke noch hoch. Und verbessern dafür... Ah, ich habe eine Idee, wo es plündern. Truppfertigkeit. Ja, machen wir.
So, Leute, das war's dann auch mit dieser Folge, der längsten Folge bisher. In der nächsten Folge werden wir weiter für das Königreich Swardien kämpfen, denn wir sind ihm jetzt verpflichtet als Söldner. Und ich nehme Verpflichtungen sehr ernst. Wenn die 3 Monate abgelaufen sind und unser Vertrag endet, weil ich werde ihn nicht verlängern, dann werden wir uns einem anderen Königreich anschließen. Und wer weiß, vielleicht dann gegen Königreich Swardien in den Krieg ziehen. Doch die Beziehung, die wir jetzt angefangen haben, wer weiß, welchen Einfluss sie auf unsere zukünftigen Entscheidungen haben wird. Vielleicht sind wir dem Königreich Swardien bald mehr verpflichtet, als wir uns jetzt vorstellen können. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie Ludfried sich entscheidet. Wir werden sehen, was er macht. Wir werden sehen, dass da ein Dorf brennt. Jesus. Tebandra. Das ist eins der Wege. Naja. Wie immer, die großen Leute führen Krieg, die kleinen Leute müssen drunter leiden. Wenn wir erst König Karadia sind, wird dieses Leiden ändern. Und bis es soweit ist, naja, werdet ihr Folge für Folge wieder einschalten. Bis dann, ciao!